Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ich wollte gerade Minecraft sagen, ist natürlich auch geil. In der letzten Folge gab es ja nun ein dickes Battle und das hat auch schon, boah, hat sich ein bisschen hingezogen und ist hier überhaupt jetzt was Neues dazugekommen? Sie und das war's. Toll. Tja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen ran. Mensch, Primarch, wie sieht's aus? Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf. Bei diesem Plan mitwirken kann. Ja, kein Ding. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen... Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ja, ein paar Infos wären gut, ne? Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben Sie mein Wort darauf. Na, klingt doch gut. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Das hoffe ich auch. Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir... sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. Tja, das tut mir sehr leid. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelevin. Und meine bei der Erde. Diese Rumgeschleime hier. Aber, ja, ist okay, muss sein. Auf jeden Fall läuft halt nicht alles so, wie es soll. Sind wir hier richtig? Ja. Hup. Oh oh. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Na, dann mache ich das mal schnell. Wo ist denn Deck 3? Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edi zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Deck 3. Da ist es. So, dann checken wir mal die Lage hier. Wo war das hier mit. Wo war denn Deck 3? Also wir sind ja hier auf Deck 3, das ist klar. Müssen wir jetzt hier hin? Genau, da war das. Hier so. Wie sieht's aus? Ist alles okay? Keine Ahnung. Genau das werde ich herausfinden. So. Atze. Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher sein, reinzukommen. Na, dann mache ich das. Wir folgen Ihnen. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Genau. Na, kleines Lagerfeuerchen. Edi, was ist denn? Oh oh. Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Okay. Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Aha. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht.
Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Naja, an sich eigentlich gute Arbeit, aber war doch ein bisschen heikel, wa? Edi, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandy nicht erreicht. Na, erstmal testen, bitte. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Das ging schnell. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew Sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat Sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Tja. War ja auf jeden Fall eine sehr komische Nummer hier. Hier brennt doch noch was. Nicht. Okay. Flamme haben wir ausgetreten, alles kein Problem. Sag doch mal was dazu. Ist da gerade Edi vorbeigegangen? Yep. Ja, das war sie. Das war sie. Jupp. Yep. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder was. Ich meine, Edi können wir ja. Edi kann ja machen, was er immer macht. Und wir gehen mal zum Kampf. Kampf. 1, 2, 3. Kampfinformationszentrum. Sind Sie in Ordnung, Commander? Es war ziemlich wild hier oben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Wirklich was anderes wild, Mäuschen. Ich dachte, Edi macht Ihnen mehr Sorgen. Edi ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen als ein Kaltstart der Hälfte unserer Systeme. Aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt ist die beste Ausbildungsstätte der Galaxie für biotische Menschen. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Ja, na, den helfen wir. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Okay. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer. Gut gemacht. Danke, Commander. Kein Ding. Mäuschen. Commander? Mäuschen. So, haben wir Nachrichten? Oh ja. Diese Adresse gültig. Oh. Tja, müssen auf jeden Fall nochmal zurück zur Citadel. Bla 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 bla. Ich ein Spectre. Von Ashley. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Citadel und dann retten wir die Typen da.
Die halten bestimmt noch ein paar Minuten aus. Verlassen. So. Hier war ja eigentlich soweit gar nichts. Machen wir mal einen kleinen Sprung zum Serpentnebel. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was da los ist. Jetzt kann ich mich ja mal richtig hinsetzen hier. Ist schon wieder ein bisschen unbequem. So. Zitate. Na komm ran hier. Fliegen wir da mal hin. Andocken. Wir begeben hiermit Ihre Andockfreigabe an einen Allianzbeamten. Das passt. Kaum wieder in Aktion will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Ja, erstmal zum Krankenhaus. Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. Genau, wir müssen noch zu unserer Ashley, Mensch. Mal Hallo sagen. Irgendjemand zum Quatschen hier? Hey, den kennen wir da auch noch. Commander, als ich von der Erde hörte, wollte ich Sie anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Thane, schön, dass Sie noch in Form sind. Meine Krankheit tötet langsam. Bei guter Pflege und gesundem Lebenswandel habe ich noch ein paar Jahre. Laut Prognose müsste ich längst tot sein. Ich trainiere nur, weil es mir Spaß macht. Was machen Sie hier? Eine Freundin besuchen, die wegen mir verletzt wurde. Ashley. Die Dunkelhaarige auf der Intensivstation. Sie beginnt bald in meiner Gruppe mit der Physiotherapie. Das ist sie. Wenn sie Ihnen etwas bedeutet, helfe ich ihr so gut ich kann. Solange sie hier ist, steht sie unter meinem Schutz. Das ist gut. Das weiß ich zu schätzen. Komm auf unser Schiff. Mein Leben ist fast vorbei. Ein guter Zeitpunkt für Großzügigkeit. Weiß ich nicht. Komm auf unser Schiff. Das Kepral-Syndrom hat die meisten meiner Pläne durchkreuzt. Außer auf unser Schiff zu kommen. Ich habe mit der Normandy eine wichtige Mission und könnte sie brauchen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich brauche täglich medizinische Pflege. Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen Sie die Besten. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Doch. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen oder Hälse brechen. Wir finden sicher eine leichtere Arbeit. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Es kommt der Moment, an dem man sich aus Krieg und Konflikt zurückziehen Pussy. Muss. Für mich ist er schon gekommen. Manu. Wissen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben? Ich war bei vielen Ärzten. Der Beste hat mir 3 Monate gegeben. Vor 9 Monaten. Es ist befreiend, keine Verpflichtungen zu haben. Keine Verantwortung. Keine Ängste. Ein wirklich gutes Ende. Trotzdem doof. Haben Sie große Schmerzen? Zeitweise. Die Sauerstofftransferproteine bilden sich nicht richtig. Bei Ihnen heißt das Hämoglobin. Dadurch ist mein Blut sauerstoffarm. So tief ich auch einatme, alles juckt und ist taub. Und das ist noch das Harmloseste. Zum Zustand meines Gehirns kann ich nichts sagen. Mir wird nur manchmal schwindelig. Ja, okay, dann wird er vielleicht doch nicht so ganz geeignet sein für unser Team. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Chef. Na klar. Wie ist er denn gerade aufgesprungen? Ist doch alles sehr mysteriös hier. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Sie wollten wohl sagen, der Mann war 1,5 Stunden lang tot und seine politischen Gegner haben genügend Propaganda gemacht, sodass der Name des Krankenhauses schließlich geändert wurde. Er kann sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern, wenn ihm die VI in seinem Kopf ihn nicht sagt. Glauben Sie mir, wir wissen hier genau, wenn jemand tot ist. Der oberste Gerichtshof sagt, dass er am Leben ist. 5 Richter sagen, dass er am Leben ist und 2 von denen hat er noch selbst ernannt. Der Name bleibt, wie er ist. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen.
Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Was geht hier vor? Ma'am, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kaufen uns Lebensrettungsgerätschaften für 90 Millionen Credits, dann dürfen Sie das Krankenhaus nennen, wie Sie wollen. Nun kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Okay, was hatte das jetzt mit uns zu tun? Willkommen bei oh Mann, die haben ja nichts. Danke, dass Sie bei uns eingekauft Nein, haben. Weil wir halt letztes Mal alles aufgekauft haben. Guck mal, hier können wir quatschen. Commander Shepard, ich bin Chefärztin Dr. Chloe Michel. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Dito. Sie sind sicher wegen Lieutenant Commander Williams hier. Nein. Wie geht es, Ashley? Stabil. Keine Anzeichen von Hirnschäden durch die Erschütterung, aber der mehrfache Schulterbruch muss erst noch heilen. Bettruhe unter Aufsicht ist das Rezept der Stunde. Ein Besuch wäre sicher willkommen. Na, dann schauen wir sowieso vorbei. Der Krieg hat viele Verletzte obdachlos gemacht. Wie bewältigen Sie diese Zusatzbelastung? Bis jetzt geht's, aber alle Citadel-Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Docks werden zwar streng überwacht, aber wir können die Leute nicht ewig da draußen lassen. Das ist wahr. Wie steht's mit Ihren medizinischen Vorräten? Im Moment noch gut, aber ich mache mir in der Tat Sorgen um die Zukunft. Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon unterwegs. Bei einer so großen Einrichtung haben Sie sicher viele Untergebene. Wir haben 12 Vollzeitärzte und mehr als 50 Pflegekräfte. Ziemlich überwältigend. Ganz anders als früher in den Bezirken. Okay. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Ja, Mama. So, haben wir nochmal ein bisschen Ruf dazu gekriegt. Aber immer noch keinen neuen Kriegsaktivposten. Das wäre natürlich von Vorteil. So, scan hier mal so ein bisschen. Ja, ich versuche die so, los, ab zu Ashley. Mäuschen! Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Schreit ihr denn so? Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Was ist denn er für ein Arsch? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich Inspektor werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Hier, für Sie. Ich dachte, Sie hätten vielleicht etwas Freizeit. Danke. Sehr nett. Ich gehe hier schon die Wände hoch. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, Sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Ja, ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen, Ende. Es ist wahr. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können. Das geht mir genauso. Da draußen herrscht Chaos. Wir haben nur die Leute um uns herum. Wir müssen einander trauen, sonst klappt's nicht. Abgemacht? Abgemacht. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich es erwähnen sollte. Ich bin schwanger. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Ich habe jetzt auch Zeit. Was hat es mit dem Lieutenant Commander auf sich? Der alte Williams Familienfluch lässt nach. Ich war sicher, bei Gunnery Chief ist Schluss. Sie haben es sich redlich verdient. Jetzt brauchen wir Sie erstmal einsatzfähig. Ich komme zurück. Und als erstes ramme ich Ihnen dann Ihre Metalltentakel tief in den... ich kämpfe ehrenhaft und mutig. In Ordnung, Lieutenant Commander. Ich habe nichts von Ihnen gehört, als ich Gast der Allianz war. Ich konnte nicht. Sogar als Anderson mich herbefohlen hat... Es war schwierig. Schon okay. Das ist vorbei. Neuer Anfang. Ich brauche noch Zeit. In Ordnung, aber nicht zu viel. Die Bösen machen keine Kaffeepause. Okay, was wird das?
Heilung durch Schuldgefühle? Scheint zu klappen. Oh. So, jetzt hier Familie. Wie ist denn da die Lage? Familie auf der Erde? Mutter und drei Schwestern. Die jüngste, Sarah, war auf Hochzeitsreise. Hat einen Soldaten geheiratet. Thomas. Er wurde zurückbeordert und sie blieb allein. Wir haben telefoniert. War ziemlich hart. Denke ich mir. Ich habe sie immer alle beschützt. Selbst wenn ich im Einsatz war, wussten sie, dass sie mich anrufen konnten. Ich sagte, sie soll zur Citadel kommen. Dann warten wir gemeinsam. Ja. Wir können uns keinerlei Streit leisten. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir einander vertrauen. Ich wollte professionell sein und die Familiensachen für mich behalten. Ich weiß nicht, wie sie das alles verarbeiten können. Ich habe auch schwache Momente. Es beruhigt mich, das zu hören. Das ist schön, dass es dich beruhigt. Haben Sie was von der Erde gehört? Es kommen ständig neue Berichte rein. Die Hälfte davon ist wilde Spekulation. Und der Rest ist zu optimistisch, um wahr zu sein. Wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Als ich dachte, sie wären tot, habe ich die Hoffnung verloren. Aber nach ihrer Rückkehr war ich bereit, alles zu glauben. Ich meine, es ist sicher keine Lösung, wenn jemand dem schwarzen Mann ins Gesicht ballert. Aber wenn Sie es für sinnvoll halten, mache ich's. Das klingt wie die Ash, die ich kenne. Na siehst du. Los, erhol dich, Mäuschen. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard. Immer. Immer. So, ja. Ashley liegt da halt so rum. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis denne und ciao so.